Wer kennt ihn nicht? Er gehört zur absoluten Elite. Zu den bekanntesten, erfolgreichsten und allgemein ein bisschen mehr als durchschnittlich gut aussehenden Videospielhelden aller Zeiten. Ein Multitalent, das seinesgleichen sucht. Unser Lieblings-Latzhosenträger Mario. Alles, was Nintendos Maskottchen anfasst, wird zu Gold. Jedes Spiel ein absoluter... Was ist das denn? Das ist ja Kacke! Und ob das Kacke ist? Auch ein Mario ist nicht frei von peinlichen Jugendsünden. Die fünf wohl bekacktesten Mario-Spiele aller Zeiten haben wir für euch mal rausgesucht. Donkey Kong ist ein Klassiker. Zumindest in der Arcade oder auf dem NES. Die Atari-Version? Eher nicht so. Verglichen mit dem Original ist es sogar ziemlich kacke. Und Folter für die Augen und Ohren. Meine Augen! Meine Augen! Donkey Kong sieht aus wie ein mit Paint gezeichneter Lebkuchenmann und die Fässer wie riesige Kekse. Die hingeschluderte Atari-Umsetzung quälte mit grottiger Steuerung und den sich ewig wiederholenden zwei Levels. Kein Witz, da veränderte sich wirklich gar nichts. Nicht mal der Schwierigkeitsgrad. Jedes Kind, das diese Perversion des Lebens statt dieser Version spielen musste, hat unser tiefstes Mitgefühl verdient. Mario ist kein Mann der vielen Worte. Trotzdem schien er geeignet genug, Kindern das Schreiben beizubringen. Zumindest mit der Tastatur auf dem PC. In Mario Teaches Typing 2 bestreitet ihr Level, indem ihr möglichst schnell die angezeigten Buchstaben eintippt. Klingt doch wie ein harmloses Lernspiel für Kinder. Falsch. Denn dann gibt es noch diese Klempner-Kommentare hier. Oh, hello! It's me, Mario! Say, I'm hungry. Have you got any food? I'm a bet you can't do this. Gruselig. Mehr muss man nicht sagen. Das Klempner-Dasein scheint für Mario anfänglich nicht sonderlich lukrativ gewesen zu sein. So erklärt sich vielleicht, dass er 1985 in Wrecking Crew zusätzlich einen Job als Bauarbeiter annahm. Okay, vielleicht hat er auch einfach keine Lust mehr, Schildkröten auf den Kopf zu springen, sondern wollte lieber seine Zerstörungswut ausleben. Hier kloppt ihr mit eurem Hammer einfach alles nieder, bis keine pixelige Mauer mehr steht. Ist jetzt nicht total scheiße, aber spannend, geht anders. Besonders bizarr sind die Gegner, die auf den Baustellen herumstarksen. Was soll das auch sein? Laufende Schraubenschlüssel? Seltsame Schlangen mit winzigen Beinen? Töte mich! Nee, sorry, muss nicht sein. Marios Time Machine versucht, wie Mario Teaches Typing, Lernen und Spielen zu verbinden und scheitert erneut kläglich. Mario beweist auf beeindruckende Weise, dass Zeitreisen extrem langweilig sein können. Langweilig ist sogar noch ein recht mildes Urteil, denn die interaktive Geschichtsstunde besteht eigentlich nur aus zwei Spielelementen. Einem Wort, naja, nennen wir es mal Rätsel, und einem Minigame. Das war's. Disappointed! Ein Level läuft so ab. Ihr füllt einen Lückentext aus. Zur Auswahl steht auch nur eine Wagenladung Optionen. Danach wählt ihr einen Ort, eine Zeit und ab geht die öde Reise. Eine Reise, in der ihr ein lahmes Minispiel spielt, ein paar uninteressante Unterhaltungen führt und am Ende einen für die Menschheitsgeschichte super wichtigen Zeitreisegegenstand abgebt. Wie diesen Apfel. Den Riesenspaß wiederholt ihr genauso ganze 15 Mal. Zur Belohnung gibt's am Ende immerhin eine coole Cutscene. Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Der Gipfel des Scheißeberges ist mit Hotel Mario endgültig erreicht. Erzfeind Bowser hat mal wieder Peach entführt und verfrachtet sie kurzerhand in eines seiner brandneuen Hotels. Nur unser tapfer Held Mario, naja gut, und sein Bruder Luigi können sie retten. Und es gibt nur einen Weg aus dieser hochdramatischen Lage. Die beiden müssen Türen schließen. Jede Tür. In allen Hotels. Oh,
Ja, das ist schon ziemlicher Mist. Es geht aber noch mistiger. Where's the princess? Over there! Die Zwischensequenzen sehen aus wie billige China-Plagiate und klingen wie ein YouTube-Voice-Over aus der Hölle. Zu Nintendos Ehrenrettung sei gesagt, dass nicht die Japaner selbst, sondern Elektronikkonzern Philips den Türen-Trash fürs hauseigene CDI-System verbrochen hat. So oder so ist Hotel Mario die Speerspitze der beschissensten Mario-Spiele aller Zeiten.